So, herzlich willkommen meine Krieger und Krieger zurück zu die Elder Scrolls 4 Oblivion. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Wir sind gerade in der ausgeplünderten Mine. Soweit ich weiß, in der... Das ist die geplünderte Mine. Und das ist die ausgeplünderte... Ja gut, das ist natürlich ein Unterschied. So. Und wir sind hier gerade auf der Suche nach den ehemaligen Gehilfen von Azura. Die leider Gottes zu Vampiren wurden. Bisschen lauter hier. Und die müssen wir natürlich jetzt fertig machen. Na warte, die sind anfällig gegen Feuer. Oh ja, und wie? Alter, Vampire sind richtig... Okay, oh, die haben uns schon wieder infiziert. Gott sei Dank haben wir Krankheit heilen als Zauberfreunde. Na, die bearbeiten uns schon ganz schön. Kämpfen nicht schlecht. Auch hier schöner Faustkampf. Boah, krass. Was, Fisch? Hast du mich gerade Fisch genannt? Und warum steht da betroffener Bruder? Sie ist eine betroffene Schwester. Was ist dein... Sie hat wirklich Fisch gesagt. Okay, wichtig, wichtig, Claymores immer mit der Hand abzuwehren. Ja, meine Liebe, nicht schlecht, nicht schlecht. Hat aber nicht gereicht. So, einmal das. Fackel wieder an und dann brauche ich unbedingt Krankheit heilen. Zum Glück ist die Krankheit relativ gut heilbar mit dem Zauber. Bin ich jetzt schon in dem... So. Hier bin ich entlang gegangen, genau. Hier ist eine Falle. Hier ist ein Seil, das ich ziehen kann, um dort weiterzukommen. Die haben sich gut gegönnt. Hier. Die Diener von Azura, ne? Die haben hier seitdem sie infiziert... Ja, wobei, es könnte natürlich auch von dem Vorgänger, von diesem Vampirfürsten sein. I don't know. Sie müssen sterben, that's the point. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Es ist so bitter, dass es nichts mehr hilft. Ich will übrigens nachher unbedingt was ausprobieren, Freunde. Ich werde was zwischen reinschieben, weil ich unbedingt herausfinden muss, was denn jetzt Phase ist hinsichtlich den Meistertrainern. Ich werde den Expertentrainer ansprechen und sehen, ob es daran liegt. Der Expertentrainer für Schwertkampf ist in Leyavin, in der Kämpfergilde, und mit dem werde ich reden. Auf jeden Fall... Ist der Meistertrainer wirklich hier in Fergül? Aber, ja. Wir konnten offensichtlich mit ihm nicht reden. Oh, Moment. Oh, Scheiße. Okay. Falls ihr jetzt irgendwie Geräusche hört, mein Mitbewohner staubsaugt draußen in Ding. Oh, ist der zweite gleich dabei? Ja. Das war ein Fail. Das war einfach ein krasser Fail. So, wieder infiziert, das ist klar, wie immer halt. Und wie schnell. Schade. Oh ja, meine Liebe. Oh ja. Oh hi. Und was für gutes Zeug. Oida. Die hatte ja alles dabei, was das Bogenherz begehrt. Nein! Und den Dolch nehme ich auch nicht. Doch, doch, ich nehme den. So, der letzte betroffene Bruder. Ein Ork.
Mit einer fetten Streitaxt. Oh, er hat ihn niedergeworfen, stark. Ihr werdet mich nie besiegen. Darauf würde ich nicht setzen, mein Lieber. Jetzt ist Schluss. Sag mal, sagen die wirklich immer Fisch? Ich höre die ganze Zeit Fisch, wenn die reden. Gefailt. Und jetzt fallt um und... Nö, den Knochen wollte ich nicht. Ich dachte, es wäre ein Pfeil. Ich habe alle Vampire in der ausgeplünderten Mine getötet. Ich sollte zum Schrein zurückkehren. So, Asura wird happy sein. Wir müssen erstmal wieder... Genau, wir sind wieder krank. Das darf ich nicht vergessen. So. Zweimal müsste immer genügen, oder? Ja. So, was ist das für eine Notiz? Diese abgewetzte, vergibte Notiz war auf einem Pergamentfetzen geschrieben und mit Hilfe eines Stücks Rohleder am Hals des Vampirs befestigt. Mein Name ist Gola Gromusgol. Meine Gefährten heißen Aranalda, Nille Elfentochter, Avita Cassiana und Umar Grakar. Der Vampir Dratik starb durch unsere Hand, doch der Preis war hoch. Euch, in deren Händen wir gefallen sind, wir danken euch und erflehen eure Gunst. Wir dienten der Fürstin Asura. Bringt diese unsere letzten Worte zu ihrem Schrein. Wir preisen sie mit unserer letzten absoluten Verehrung. Unsere Schicksale standen in den Sternen, dass unsere Seelen und unser Verstand getötet würden und unsere Welt auf immer verloren sei. Niemand kann ihrem Schicksal entfliehen, doch lasst uns an ihrem Schrein in Erinnerung bleiben und in den Herzen ihrer Diener. Nur das Schicksal bestimmt, dass ein Leben endet und nur der Zufall bestimmt, dass es meines ist, nicht das eure. Entschuldigt. So. Ja, kriegt man schon fast so ein bisschen mittler. Okay, er staubsaugt wirklich bis zu meiner Tür. So, Freunde. Kann man schon fast ein bisschen Mitleid bekommen. Aber das Schöne ist, wir haben sie ja jetzt befreit. Jetzt brauchen sie sich um nichts mehr zu kümmern. Oder sich zu fürchten. Es ist bei mir im Gewicht voll sauknapp geworden, gell? Oh, wir könnten da eventuell noch drüber gehen. Weil ich denke mal, dass noch so ein kleiner abschließender Schatz hier drin sein wird, oder? Mieser Start. So, wenn der erste Stift nicht sitzt, ey. Gut. 650 Gold. Stabil. Äußerst stabil. Hilft uns in dem Stadium des Games nichts mehr, aber natürlich grundsätzlich geil. So, wir haben die ausgeplünderte Mine fertig. Alle DienerInnen sind tot. Asura wird happy mit uns sein, da bin ich mir sicher. Wie gesagt, sie wirkt auch eher wie eine... Ja, eher wie ein Kolanta Daedra. Weniger so... So Molag Bal war schon in Marke. Hier Sin fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Mephala ging eigentlich auch. Aber Asura wirkt auf mich wirklich wie... Ja, das hätte... Wenn man mir jetzt nicht sagen... Was? Wenn man mir jetzt nicht explizit gesagt hätte, dass sie ein Daedra ist und ich natürlich die Beziehung zu Daedra etc. kenne, dann hätte ich jetzt auch einfach gesagt, du...
Also, das könnte auch einfach irgendeine Statue sein, die dort angebetet wird. Sag mal, warum ist denn mein Hals jetzt so rau? Aufpassen, dass ich nicht irgendwo reinlaufe. Zum Beispiel in den Bären da oben. Und maybe sollte der Daedroth tot sein, bevor ich beim Schrein ankomme. So, ich gehe mal schwer davon aus, dass ich meine Rüstung nicht ablegen kann. Wahnsinn. Gerade eben ist es wirklich Wahnsinn. So, weil sonst, ja, wisst ihr ja. Es ist sehr nett von dem Spiel hier drumherum Glühstaub, also ihr wisst schon, die Glühwürmchen zu platzieren. Also. Ich danke euch, Sterblicher. Ihre Seelen sind nun frei. Und von nun an sollen über meinem Schrein für immer 5 helle Kerzen brennen, im Gedenken an ihr Opfer. Zum Dank für eure Dienst nehmt dieses Zeichen, auf das eure Tat in das Buch des Schicksals aufgenommen werde. Ich hoffe, ihr habt gerade auf die Hände geschaut. Schaut gleich nochmal hin, vielleicht fällt euch was auf. Azura dankte mir, dass ich ihre Anhängerschaft den Frieden des Todes gewährt habe. Sie belohnte mich mit Azuras Stern. Oh. Ich dachte normal, dass jetzt, die Rechte an frei ist, weil sie gibt uns Azuras Stern ein Seelenstein, der nicht zerstörbar ist. Jetzt muss ich das bloß kurz abhaken, Freunde. Die ausgeblendete Mine ist durch. Und Azuras Schrein ist ebenfalls durch. Ich habe noch einmal hier Unterlagen, aus denen ich aber irgendwie nicht so ganz schlau werde. Das habe ich ein bisschen dumm gemacht. So, wir haben den, sag mal, heute ist wirklich Wahnsinn, Freunde. So, wir haben das erledigt. Was ist der Wunsch desjenigen? Ich habe ihn erfüllt. Was ist der Wunsch desjenigen, der die Stimme unserer Herrin vernommen hat? Nix, alles cool. Ich bin fertig hier. Sternenträger. Oh, er hat uns Sternenträger genannt. Gut. Chardinal. Es wäre so hart bitter, wenn das mit dem Meistertrainer nicht funktioniert. Ich wäre sehr, sehr traurig und frustriert. Das mit dem Vampir-Heilmittel-Quest sage ich, gut, das ist nicht so schlimm. Aus einem Grund, weil ich glaube, die Quest löst sich noch von selbst. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ich glaube, sie löst sich noch so ein bisschen von selbst. Gehe ich jetzt aber auch erstmal nicht zu sehr drauf ein, weil ich will nichts spoilern. Aber das mit den Meistertrainern fände ich sehr bitter. Weil dann müsste ich mir erstmal, also da müsste ich mir eigentlich im Prinzip alle Fertigkeiten gleich mal angucken und schauen, hey, wo ist denn bald Schicht im Schacht? So, das machen wir. Dann geht's ab nach zum Wolkenherrscher-Tempel. Hauptquest, Mainquest, genau. Und dann steht auch schon wieder das nächste Oblivion-Tor vor der Tür. Ja, Leute, so geht's Stück für Stück voran.
Wir erkunden die Map weiter. Ich denke, ich werde mir dieses Mal wieder ein Oblivion-Tor im Norden angucken. Wir haben ja da zum Beispiel bei Azuras Schrein auch gesehen, da ist eins. Generell habe ich nur die im Nordwesten schon, also kontrolliert. Da müssen wir halt irgendwann, wenn wir weiter vorangeschritten sind mit der Quest, nochmal vorbeischauen. So, wir nutzen auch kurz die Gelegenheit und verkaufen mal ein paar Gegenstände. Ist nicht wurscht, wo. Warum hat der Laden zu? Was für eine nette Person. Sprecht offen und... War mir ein... Seht euch nur um. So, meine Liebe. Das ist ein gutes Angebot. Okay. Ich können wir ja noch ein bisschen weiter runterhandeln, meine Liebe. Ihr müsst mir schon ein... Ja, dann bleiben wir bei 1,50. Das klingt... Das ist... Daran habt ihr viel Gold verdient. Ich nehme den Daedra-Schild jetzt mal mit. Ich bin mir zu 99% sicher, dass wir den schon haben. Aber ich nehme ihn sicherheitshalber mal mit. So, Bärenpelze natürlich. Hier noch ein Dietrich, der überschüssig ist. Ein... Ihr seid ein harter Falscher. Kommt wieder. Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Machen wir mal... der Ankleidebereich, das klingt cool. Schönen Tag. Ankleidebereich, finde ich, klingt sehr spannend. Können wir jetzt wieder in unsere Alltagskleidung schlupfen? Hören wir uns das an. Und ich würde mir, glaube ich, gerne einen neuen Zauber kaufen. Könnte natürlich auch in der... Na, passt schon. Ich hoffe, ich... Nee, kannst du nicht. Ich bin ein... Kann ich euch etwas... Du auch nicht? War mir ein... Yes, sir. Lasst euch Zeit. Wir verkaufen... So, was hast du Schönes? Ach, du hast primär Schilde. Und? Ist der besser? Nee, sicher nicht. Schade. Oder? Nee. Ist er nicht. Lebt wohl. Aber egal. Stacken kann man die, glaube ich, nicht, oder? Und wenn, dann wäre es auch wurscht. Ganz kurz würde ich gerne zu meinem Haus schauen, um mal kurz zu checken, was wir denn da alles Gutes haben. Vorliegendes wird ein Träger in der Mauer geschafft, der umgehende neue Heim, lieber Lett. Ein Kleiderschrank, eine Kommode, ein Satz Regale, ein Stuhl, ein Teppich, verschiedene... Okay. Schauen wir mal, was sie da Schönes eingerichtet haben, Freunde. So. Ah ja. Ein Kleiderschrank, eine Kommode. Das ist die Kommode. Ja, lassen wir den Bums halt drin, oder? Ja, okay. Dadurch ist halt das
Schlafzimmer jetzt noch ein bisschen geräumiger geworden. Es fehlt schon noch ein bisschen was. Es fehlt schon noch ein bisschen was, Freunde. So, es ist generell, sieht's, wie gesagt, von außen einfach viel pompöser aus. Viel pompöser. So, mein nächstes Ziel wäre jetzt eben... Hat der Laden nicht auf, oder wie? Wurscht. Mein nächstes Ziel wäre jetzt eben... Lea Wien. Und ich kann nur hoffen, dass es so läuft, wie ich mir das vorstelle. So. Das ist schon crazy, was wir hier oben alles durch haben. Wir haben noch kein Gebiet komplett durch. Aber in manchen Gebieten... Gut, wir haben insgesamt jetzt 4 bearbeitet. Ja, in allen sind wir schon gut fortgeschritten, sag ich mal. Oh, Mike! Mike weiß viel, sagt manche. Geil! Mike weiß viele Dinge, die geil. Andere nicht kennen. Lange nicht gesehen, mein Freund. Füße sind zum Laufen da, Hände sind zum Schlagen da, oder schütteln, oder winken, manchmal zum Klatschen. Geil. Füße sind zum Laufen da. Oh, was? Füße, Füße. Lebt wo? Mike weiß. Füße sind zum Laufen. Ach, schade, ich dachte, er sagt mehr. Seht euch vor. Ihr euch auch, Mike. Er ist so geil, er ist so lustig. Einfach, er kommt einfach in jedem Elder Scrolls Teil vor. So. 3 nachmittags. Ich muss zur Kämpfergilde. Boah, wir waren... Waren wir schon mal in Leia Wien? Ja? Ich kann's gerade gar nicht so genau sagen, wenn ich ehrlich sein soll. Große Häuser. Die Kämpfergilde hat ihr Haus erstmal rot angemalt. So muss es sein. So, schauen wir mal, ob wir den Kollegen finden. Moin, hier ist es ganz schön dunkel, Freunde. Sag mal, Kollege. Ah. Kann ich euch helfen, mein... Brodras von der Kämpfergilde. Ich nehme nicht oft Aufträge an. In erster Linie bin ich Ausbilder. Schwere Rüstung. Und seht euch vor, keine Witze über schwere Rüstung. Nicht jeder Boss mehr schleicht mit Pfeil und Bogen herum. Ich bin so stark und kräftig wie ein Ork. Alles klar? Ja, ist ja gut, Bruder. Alles gut. Güte. Geht dorthin. Was kann ich für euch tun? Ich bin ganz Ohr. Wo habt ihr Zeit? Wohl kaum. Überhaupt nichts gesagt. Wohl, ich weiß nicht, was der klar, was der ja für ein Problem hat. Oh, so. Der ist klasse. Das Zip. Was ist der von Hauptberuf? Ausbilder oder Stinkstiefel? Geht dorthin. Geh Himmel, lass mich in Ruhe. Ich hasse es, wenn Menschen von Anfang an gleich so unfreundlich sind. Krieg ich voll die Krise. Oh Gott, die können ja überall sein. Keller kann ja auch möglicherweise eine Trainingsstätte sein, oder? Alter, und was für eine. Oh ja, und was für eine geile Trainingsstätte. Leck mich fett, die haben hier Kohle. Die haben hier dick Kohle. Ey, was soll das denn? Ist das ein eigenes... Hat die Kämpfergilde ihr eigenes Gefängnis, oder was? Die Hände eines Heilers. Gute Nachrichten, Dirk. Schönen Tag. Okay. Schönen Tag. Er ist es nicht. Boah, im schlimmsten Fall muss ich nochmal schauen.
Hey Schätzchen, wie wär's mit etwas Training? Sie ist Schwertkampftrainerin. Mein Name ist Cherina und mit Schwertern bin ich richtig gut. Wenn ihr aber noch mehr erlernen möchtet, Erfahrung ist der beste Lehrmeister. Wenn ihr noch Hinweise möchtet, nun, angeblich hält sich Alex Lenkolia irgendwo in Zordil auf. Alles cool, Freunde. Jetzt sagt mir nicht, dass ihr noch nie von ihm gehört habt. Seine Fertigkeiten mit der Klinge sind allgemein berühmt und dabei ist er noch so jung. Er wird eines Tages eine Legende sein, wartet es nur ab. Sehr geil. Angeblich ist er auf dem Weg in die südlichen Provinzen, auf der Suche nach Ruhm und Reichtum. Versucht einfach euer Glück in einem der Gasthöfe auf dem Weg, beispielsweise Vergül. Beispielsweise Vergül. Ich danke dir. Nice, es funktioniert. Ich muss Alex Lincolia finden, wenn ich mehr Training im Gebrauch von Klingen will. Man sagte mir, er sei vielleicht im Vergil-Gasthaus. Ich sollte dort nach ihm suchen. Ja gut, Freunde. Hey, was ist da los? Sind wir krank? Okay. Kurz in die Kapelle, Freunde. Ich grüße euch. Kapelle, hä? Gott, normalerweise siehst du die immer. Boah, das beruhigt mich gerade so sehr, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich muss bloß die Ringe abnehmen, damit es auch wirklich wirkt. Och ja, Freunde, das wäre super bitter. Aber ich würde sagen, das werfen wir kurz ein, oder? Ihr habt die Hände eines Heilers. So, wieder alles gut? Sehr gut. Wir sind seit 158 Tagen hier, noch nicht mal seit einem Jahr, will ich mal kurz betonen. So, wir werden denselben Weg gehen wie beim letzten Mal, Freunde. Über Bravil nach Norden reiten, nach Vergül. Und dann reden wir mit dem Kollegen. Ich will unbedingt Schwertkampf-Final abschließen. So, jetzt haut er wieder ab. Ihr seht heimtückisch aus. Findet ihr? Jetzt hängt er da fest. Er ist hundsschnell. Wenn der Kollege erstmal auf dem Weg ist und er nicht gerade gegen jeden Pfosten rennt, der irgendwo sein könnte, dann kriegt ihr den nie wieder. Es ist ein bisschen bescheuert. Finde ich. Also, naja, wobei, finde ich's. Was sagt ihr? Also jetzt so im ersten Moment, ich packe mal wieder den Packesel hier drauf, weil wir haben jetzt den Zauber probiert. Das ist großartig. Also im ersten Moment dachte ich mir, es ist so ein bisschen bescheuert, dass man kann ja so einem Meister auch durch Zufall begegnen. So, jetzt die Frage. Ist es, würde sich der Meister zu erkennen geben? Weil das ist mir jetzt in dem Moment, wo ich gesagt habe, dass ich es bescheuert finde. Das ist ein Bandit da oben, oder? Ja. Wen wir hier haben? Deine Mutter, Digga. Oh, es sind zwei. Leute, vergesst es. Mehr geht er also nicht. Oh, wir haben ihn sogar niedergeschlagen, den armen Khajiit. Ups. Oh, blöd gelaufen, wa? Oh, aua, nicht direkt. Oh, stark. Danke dir, mein Freund. Es wird sich großartig machen auf dem Markt. Naja. Sie ist auch schon so gut wie durch. Yes. Und die nächste Stufe im Nahkampf, Freunde. So muss das. Genau so muss das so. Zeig mal kurz, wie weit sind wir mit Nahkampf? 88.
Okay. Freunde, ich würde mich für heute verabschieden. Wir sehen uns morgen wieder. Da machen wir dann hoffentlich die entsprechende Quest für den Schwertkampfmeistertrainer. Ich freue mich da sehr drauf. Haut mir bis dahin rein. Euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.